Salems kabellose AXS-Schaltungen sind jetzt so günstig wie noch nie. Wobei günstig, sie kosten jetzt so wenig wie bislang noch nie. Heute geht's ans Eingemachte. Ein Pumpen werden wir keine brauchen. Worum geht's heute eigentlich? In dem Video wird der Doktor eine Salem GX AXS-Version ans Nox Helium dranschrauben, ohne dass man irgendeine Bedienungsleitung oder sonst irgendwas vorher liest. Einfach nur auspacken, dranschrauben und feststellen, was alles schief gehen kann. Nachdem wir ohnehin alle Jahre ein Schaltwerk schrotten, hat er sich gedacht, wir schrotten einmal was Ordentliches. In dem Video werden einige Fehler gemacht. Fehler, die ihr nicht machen solltet. Fehler, die dazu führen könnten, dass euer frisch gekauftes Gerät auch Schaden nimmt. Und wenn ihr am Ende vom Video wisst, wie es geht und welche Fehler ihr vermeiden sollt, dann hat sich das Video schon ausgezahlt. 32 Zähne. Upgrade-Kit. Ein Upgrade-Kit. Und schon wieder ein Karton. Und haufenweise Zettel. Bist du neisch? Ein Zettel, zwei Zettel, drei Zettel. Ein Bierdeckel? Ein Intruder. Ein Anal-Intruder für Hamster. Nachdem wir ohnehin keine Ahnung haben, was wir tun, nehmen wir mal die Ketten runter. Das machen wir auf. Zack. Und haben schon dreckige Finger. Ne? So schnell geht's. Das verwenden wir noch einmal. Nicht weiter sagen, aber ich benutze auch zweimal. Also, noch nie ist irgendwas passiert. Aber ein bisschen mutig ist, kann man die durchaus zweimal auch verwenden. Aber das überlasse ich euch. Weiter im Text. Entnehmen wir mal fachgerecht die Kette, untersuchen sie auf Mängel und sagen alles in Ordnung und legen sie auf Zeiten. Die haben tatsächlich ein Multitool beigelegt, wo alles drauf ist, was du brauchst. Also eigentlich braucht man jetzt gar kein zusätzliches Werkzeug. Richtig, mit dem Werkzeug kann ich grundsätzlich alles machen. Auf dem Werkzeug ist sogar ein Torx drauf, damit ich meine Magura-Bremsen umstellen kann. Aber zum Thema Magura-Bremsen kommt noch was. Ich hoffe, ihr seid in der Lage, euch dabei selbstständig zu beschäftigen. Zack. Demontage fachgerecht hast du gut. Wir reißen jetzt überall an, wo es nur geht, wie ein Berserker, damit wir den Schaß da auszerfetzen. Ah, das geht aber sehr fachgerecht streng. Ah, Haruk. So, der Kabelbinder muss da klauen, aber will er nicht. Zack, nächster Kabelbinder ist weg. Ja, wenn man beim Entfernen der alten Schaltzüge ein paar Kabelbinder los wird. So, wo geht das Kabel hin? Zum nächsten Kabelbinder, na eh klar. Allein wegen der Kabelbinder hat sich das schon ausgezahlt, oder? Ein Kabelbinder weniger und schon ist die Welt ein besserer Ort. Das muss man jetzt fairerweise sagen, die liefern das Werkzeug mit, das du brauchst. Ich meine, das ist nicht, ich weiß nicht, ob das alle machen. Noch nie irgendeine Shimano-Schachtel auspackt, wo ein Werkzeug dabei gewesen wäre. Genau das Werkzeug nämlich, was du brauchst. Ein wunderbar funktionierender GX-Schalter weniger. Wenn man nicht weiß, wie es geht, legt man das einfach einmal. Naja, was willst du sonst machen? Irgendwo nachschauen? Der Blödsinn. Während ihr mir da auseinanderschrauben, könntet ihr ja irgendwie unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch euch sowas antun würdet. So hätten wir eine Beschreibung, aber die lesen wir nicht. Das Gegenstück von der Feder gehört. Es sind jetzt ca. 15 Minuten vergangen, wo ich mich mit der Feder geärgert habe. Aber ich glaube, es ist jetzt drinnen. Davor, wenn Schrauben anbaut. Da freut man sich direkt, dass man so viel Geld ausgegeben hat. Nur weil ein Werkzeug dabei ist, mit dem man alles schaffen kann, was man braucht. Jetzt ist ein anderes Stück Plastik drauf, schaut immer noch komisch aus. Käme immer noch nicht aus. So, und das kann man da alles draufschrauben, einfach so, oder wie? Wieder mal geschraubt. Bis ich mir. Ups! Ah! Bis ich meine Handschuhe reinzwick, so lange schrauben wir da. Jetzt wird es, glaube ich, komplizierter, weil jetzt ist da. Den Akkuabschlussdeckel muss man schrauben, echt? Ein Tipp für alle Insider: Nein, das Batteriefach ist nur drauf geklipst. Ja, es ist nicht festgeschraubt und der Schraube, der hier entfernt wird. Hat schon jemals wer einen Akku verloren von dem Zeug? Wirklich? Den Schrauben habe ich verloren, mit dem man es ausschrauben soll. Den sollte man eigentlich nicht rausschrauben. Aber dazu später noch mal mehr. Schrauben wir den Kollegen einmal drauf. Ne? In welches Loch? Da ist eh nur eins. Ja, das macht es einfacher. Festknallen, dann noch 30 Grad, wenn man das Soft rausrennt, dann passt es. Ah. Ich glaube, das sieht man, wenn es falsch drauf ist. Also, wer genau hinschaut, wird merken, dass das Schaltwerk jetzt nicht zu 100% richtig drauf, aber lassen wir es fürs Erste reicht und hoffen wir, ihr merkt es. Schaut wild aus. Sollen wir jetzt die Kette jetzt schon einfädeln? Sollen wir gleich die Kette einfädeln? Jetzt geht das da nach vor. So. Ketten ist drauf, aber das Ding ist nicht eingestellt. Wie stellt man das jetzt ein? Ich glaube, wir werfen sicher jetzt einen Blick in die Anleitung. Da steht, beginnen Sie mit der Kupplung am Schaltwerk. Und drücken Sie eine Taste. Also einen Akku müssen wir Ihnen geben.
Man kann es ganz offen sagen, das Wichtigste, das Allerwichtigste, wenn man die Schachtel öffnet und zum ersten Mal den Inhalt erblickt, das Allerwichtigste ist, dass man sofort einmal den Akku auflädt. Der Akku leer. Was heißt der Akku leer? Naja, die Begeisterung wird schon wieder ein bisschen gedrückt, aber gut, dann mache ich da einen Akku aufladen vorher noch. Wenn man nicht den Akku sofort aufgeladen hätte, wie man die Schachtel erstmal geöffnet hat, müsste man jetzt nicht eine Stunde warten. Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis die Batterie geladen ist. Die gelbe LED zeigt an, dass die Batterie geladen wird. Die grüne LED zeigt an, dass die Batterie geladen ist. Also der Tipp für euch, als erstes den Akku aufladen und währenddessen könnt ihr weiterschrauben und währenddessen lädt der Akku schon mal auf. Als Zeitvertreib, während wir da warten müssen, bis der Akku voll ist, biegen wir da ein paar Pickel auf. Gehen wir da eine Stunde lang unser Pumpen bepicken. Das ist ja, da stehen wir ja, bis finster wird da. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht, aber da leuchtet was grün. Es blinkt alles wie ein Arisch und keiner kennt sich aus. Gehen Sie zur Taste, machen wir, ich drücke. Um die Kupplung abzuschließen, drücken Sie noch einmal die Taste am Schalter. Ach so, der Depp muss noch mal hinten drücken. Drücken, zack. Das ist gut oder schlecht, wenn sich nichts bewegt? Irgendwas ist da. Wenn ihr kein Klickety-Klick hört, dann wisst ihr, ihr drückt entweder nicht fest genug oder die Wippe steht irgendwo bei irgendeinem Bremshebel oder sonst irgendwo an. Fehler erkannt, es geht nicht, weil es ein Bremshebel ansteht. Auf den Missing Link Shape Shifter. Je nachdem, welche Matchmaker oder sonstige kompatible Adapter man zwischen Bremse und seinem Schaltding hat, kann es nämlich sein, dass das schon sehr knapp ausgeht und man da ein bisschen dieses Plastikteil da hinten, das steht so weit vor, dass am Bremshebel streift, herumschieben muss, dass es sich wiederum ausgeht. Nach ewig langem Rumgeschraube geht es jetzt, indem ich ich habe diesen in der Distanz quasi verschoben, sodass es nicht mehr an der Bremse streift. Ich glaube, jetzt müssen wir uns ein bisschen. Ja, was? Ich sage ja nichts. Ich habe, glaube ich, die B-Screw, diese B-Schraube, diese Distanzschraube runtergeschraubt, in der Meinung, dass man das runterschaffen muss, wenn man den Akkudeckel wechselt. Das war aber diese B-Schraube, die man braucht zum Schaltung einstellen. Also nur für, wir schneiden das dann von vorher wieder raus und wurscht. Jetzt müsst ihr herkommen, dass ihr es besser seht, dass man da drauf steckt. Da kann ich dann da herumdrehen. Also das ist relativ deppensicher, da kann man nicht viel falsch machen. Press the button und the unburnt component to this cover. Das ist eine Durerei, bist du narrisch. Man braucht die App grundsätzlich nicht. Man kann das Pairing so machen ohne App. Man kann auch die Feinjustage der Schaltung machen ohne App. Wenn man überprüft, ob die Schaltvorgänge so sind, wie sie sind, und dann feststellt, dass sie irgendwo auf einem Ritzel nicht funktionieren, dann kann man mit den sogenannten Micro-Adjustments das am Hebel direkt korrigieren. Man drückt dann den AXS-Knopf unten, drückt die Schaltwippe in die Richtung, in die man gerne hätte, dass der Micro-Adjust durchgeführt wird. Das klingt vielleicht jetzt zwar ein bisschen unverständlich, wenn man es sagt, wenn man es macht, ist es aber logischer. Ob dieses ganze Ding Vorteile bringt oder nicht, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ob die Mehrkosten das wert sind, muss jeder selbst entscheiden. Jeder hat sicher für sich selbst tolle Gründe, die für einen anderen vielleicht nicht tolle Gründe sind. Das soll jeder selbst entscheiden, da mischen wir uns nicht ein. Außerdem, wir haben ja immer noch da ein Ende gut, alles gut, könnte man fast sagen. Ne? Jetzt wird es Zeit, dass man den ganzen noch einen Praxistest unterzieht, aber das, richtig, das ist Thema für ein anderes Video. Ich bin jetzt stundenlang gesessen wegen dem Ballerwatsch, habe keinen Kaffee gehabt. Jetzt gibt es zuerst einen Kaffee. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Video dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Schrauber-Video vom Doktor. Ja, bravo. Alles klar, wir sehen uns. Passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao.